Joomla-Anleitung und Tutorial komplett auf Deutsch. In diesem Video bekommst du von mir eine umfassende Einführung in Joomla, also ein wirklich Praxistutorial, eine Praxisanleitung, die ich für dich erstellt habe. Mein Name ist Oliver Pfeil. Seit 2010 helfe ich Menschen dabei, mit Joomla eine erfolgreiche und professionelle Website zu erstellen. Und in diesem Video möchte ich dir Folgendes zeigen. Bevor wir auf die einzelnen Dinge eingehen, hier eine kurze Zusammenfassung, was du in diesem Video lernen wirst. Als erstes beschäftigen wir uns ein wenig mit dem Einstieg in Joomla. Das ist wahrscheinlich für dich gerade der Punkt. Welche Vorteile hat Joomla und wie ist das Ganze aufgebaut? Dann sehen wir uns an das Thema Hosting und Domain, denn das ist die Grundvoraussetzung, die du benötigst, wenn du mit Joomla eine Website erstellen möchtest. Du brauchst ein Hosting-Paket und eine Domain und da bekommst du von mir eine klare Empfehlung. Punkt Nummer 3 ist die Installation und hier gibt es zwei Möglichkeiten und das ist ganz wichtig, dass du diese zwei Möglichkeiten kennst, denn eine ist etwas fehleranfällig und die andere ist so sicher wie der Fels in der Brandung, um es einmal so auszudrücken. Dann sehen wir uns das Backend an und die Grundeinrichtung, übrigens nicht nur hier in einer theoretischen Präsentation, die ersten Folien ja, aber dann springen wir über direkt zu Joomla und dann zeige ich dir das live hier am Bildschirm. Dann sehen wir uns die Beiträge an, Inhalte, also Seiten werden in Joomla Beiträge genannt und ich zeige dir, wie du Beiträge erstellst, wie du das Ganze mit einem Menü und einer Navigation verknüpfst und am Ende sehen wir uns dann noch das Thema Templates an, also Templates sind das Design deiner Website. Du kannst das Design jederzeit ändern, indem du ein anderes Template installierst. Zusätzlich gibt es Erweiterungen. Erweiterungen sind Zusatzfunktionen. Das Schöne an Joomla ist, dass du Joomla modular erweitern kannst und Zusatzfunktionen je nach Bedarf einfach einbinden kannst. Tipps und Tricks, wie immer, gibt es von mir bei den Videos sowieso. Gut, ich würde sagen, wir starten jetzt sofort als erstes mit ein paar Folien und dann wechseln wir direkt zu Joomla. Was sind die Vorteile dieses Systems? Das ist ein weltweit sehr beliebtes CMS. Falls du nicht weißt, was CMS bedeutet, Content Management System ist die Aussprache dafür. Letztendlich bedeutet das nichts anderes als wie Software. Letztendlich sind Systeme wie Joomla oder auch WordPress, diese nennt man einfach Content Management System. Joomla ist komplett auf Deutsch übersetzt, das heißt, du hast keine Sprachprobleme, keine Sprachbarriere und es gibt extrem viele Designvorlagen, also Templates, um in der Fachsprache zu bleiben und auch extrem viele Zusatzfunktionen, das sind Plugins, Erweiterungen, Komponenten, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber dazu später dann mehr. Joomla ist im Vergleich zu vielen anderen Systemen wirklich einfach zu erlernen. Ganz klar, eine gewisse Einarbeitung ist immer nötig. Du brauchst eine Anleitung dafür, aber dafür hast du ja jetzt mich. Aber im Vergleich zu anderen Systemen ist das sehr, sehr einfach. Aber wie bei allem im Leben, man muss sich in alles einmal reindenken und dann ist das auch halb so wild. Und du hast mit Joomla fast unbegrenzte Möglichkeiten, also ob du eine kleine private Seite, eine Vereinswebsite, eine Seite für eine Firma oder ein größeres mittelständisches Unternehmen erstellst, Joomla kann alles darstellen. Gut, ich möchte mich an dieser Stelle kurz vorstellen, damit du auch weißt, wieso du mir an dieser Stelle zuhören solltest. Mein Name ist Oliver Pfeil, ich erstelle Joomla-Anleitungen seit 2010. Vieles davon verbreite ich hier kostenlos im Internet. Es gibt von mir zusätzlich auch noch ein E-Book und einen Videokurs, den ich verkaufe, denn ich muss ja auch von irgendetwas leben. Aber das ist das, was ich tue. Ich helfe Menschen mit Joomla eine Website zu erstellen. Webdesign und Online-Marketing, das sind also so meine Kerngebiete, Suchmaschinenoptimierung und in meinem Leben vor 2010 habe ich als Bankkaufmann gearbeitet, hat mir allerdings nie so wirklich Spaß bereitet. Das Internet war schon immer ein Thema, was mich brennend interessiert hat und so bin ich dazu gekommen. Ich bin Bauer 84, wohne im bayerischen Hinterland, aber so viel zu mir und jetzt geht es um dich, um deine Joomla-Website. Wenn du eine Website erstellen möchtest, sind letztendlich drei Schritte erforderlich, bevor du dann mit der Erstellung der Inhalte und allem beginnen kannst. Punkt Nummer 1 ist das Hosting-Paket. Du benötigst
ein Hosting-Paket. Sind so die technischen Grundvoraussetzungen und der Ort, wo deine Website gespeichert wird, denn die Website soll ja nicht lokal auf deinem Rechner gespeichert werden, dann siehst sie ja nur du, sondern im Internet, damit jeder auf der Welt auch darauf zugreifen kann. Hosting-Anbieter, die ich dir absolut empfehlen kann, sind Hetzner, Host Europe, auch AllInkel. Das sind drei Anbieter, mit denen ich selbst in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet habe. Aktuell habe ich meine Website bei Hetzner. Aber es gibt auch andere Anbieter, die hier gut sind. Das heißt, wenn du noch keinen Anbieter hast, sieh dir diese drei mal genauer an. Wenn du schon einen hast, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Gut, Punkt Nummer 2 ist die Domain. Das ist quasi die Adresse, die Postadresse im Internet. Bei mir ist das www.oliverpfeil.de und du kannst ja entsprechend dann eine eigene Domain aussuchen, ob das der Name ist, die Firmenbezeichnung, Vereinsbezeichnung oder eine sogenannte Keyword-Domain, wo Schlüsselwörter enthalten sind. Das musst dann du für dich entscheiden. Wenn du dein Hosting-Paket gebucht hast, kannst du direkt an dieser Stelle auch deine Domain bestellen. Das heißt, du brauchst hier nicht zwei verschiedene Accounts, sondern kannst das alles in einem Hosting-Paket miteinander verbinden. Wenn du das hast, hast du die Grundvoraussetzung schon geschaffen und dann geht es weiter mit der Installation von Joomla. Und hier habe ich dir schon gesagt, es gibt hier zwei Möglichkeiten und diese sehen wir uns jetzt genauer an. Das erste ist die manuelle Installation und das zweite ist die One-Click-Installation. Die One-Click-Installation, wie es der Name schon sagt, ist sehr, sehr einfach und funktioniert sehr schnell. Viele Hosting-Anbieter bieten das an. Und du musst quasi bloß ein paar Informationen, den Titel der Webseite, Benutzernamen, Passwort hinterlegen und drückst auf den Knopf und dann wird eine Installationsroutine gestartet, die das alles für dich übernimmt. Das ist der einfache Weg und vielleicht für eine private Website okay. Wenn du eine Vereinswebsite oder eine kommerzielle Website betreibst für eine Firma, für ein Unternehmen, empfehle ich dir unbedingt, wirklich unbedingt die manuelle Installation, weil die One-Click-Installation, da musst du dich an das an die Vorgaben des Hosters halten und vor allem ist diese Installation sehr instabil. Wenn du irgendwann mal einen Hosting-Anbieter wechseln möchtest oder ein anderes Problem hast, macht diese One-Click-Installation oftmals Probleme. Daher rate ich dir absolut davon ab und stattdessen die manuelle Installation zu wählen. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich nicht in diesem Video, hier geht es um Joomla selbst und nicht isoliert um die Installation, aber das findest du auf meiner Website auf oliverpfeil.de/joomla-installieren. Dort findest du ein Video, wo ich das erkläre und auch nochmal Schritt für Schritt erklärt. Genau, so viel dazu, also unbedingt die manuelle Installation wählen. Übrigens an dieser Stelle eine kurze Eigenwerbung. Von mir gibt es ein sehr beliebtes E-Book, das ich seit 2010 verkaufe. Keine Sorge, das wird regelmäßig aktualisiert, 2 bis 3 Mal im Jahr. Joomla, das E-Book für Einsteiger und fortgeschrittene Anwender. Darin erkläre ich dir Schritt für Schritt, wirklich von Anfang an bis zum Ende, was du tun musst, wo du klicken musst. Also das ist kein kompliziertes Fachbuch, sondern einfach eine Schritt für Schritt Erklärung. Für Anfänger absolut geeignet. Für Fortgeschrittene ein tolles Nachschlagewerk und das findest du hier auf oliverpfeil.de/go/joomla-ebook. Alle Links, die ich dir in diesem Video hier mit reinschreibe, findest du hier auch unterhalb der Beschreibung. Aber genug der Werbung, jetzt geht's weiter mit dem Inhalt. Nächstes Thema: Templates. Das Template ist das Design deiner Website und du kannst das Template jederzeit ändern, indem du dir aus dem Internet ein kostenloses oder ein kostenpflichtiges herunterlädst, dieses in Joomla installierst und dann aktivierst. Es gibt also in Joomla kostenlose Templates, diese kannst du dir frei aus dem Internet herunterladen und Premium-Templates, das sind kostenpflichtige. Und das ist auch meine Empfehlung, denn die Premium-Templates bieten dir mehr Individualisierungsmöglichkeiten, sie bieten dir mehr Funktionen, sind in der Regel auch besser programmiert und kosten auch nicht die Welt. Also du bekommst ein Premium-Template für, ich denke mal, so zwischen 30 und 100 Dollar und dann bekommst du hier wirklich etwas Gutes.
mehr Template-Empfehlungen, Tipps und Tricks zu Templates, was ein gutes Template ausmacht, findest du auf meiner Website unter oliverpfeil.de/joomla-templates. Ich muss an der einen oder anderen Stelle einfach auf meine Website verweisen, denn sonst wäre dieses Tutorial, das ich hier für dich aufgenommen habe, es wird das wahrscheinlich 30 Minuten lang insgesamt oder 20 Minuten, ansonsten würde das 60 oder 120 Minuten lang gehen und das wäre einfach zu lange und so kannst du dir genau die Dinge ansehen, die dich gerade interessieren. Gut, gehen wir einen Schritt weiter, das ist die letzte theoretische Folie, bevor wir zu Joomla Live wechseln. Erweiterungen oder englisch genannt Extensions. Erweiterungen oder Extensions sind Zusatzfunktionen, das heißt du kannst Joomla modular erweitern, indem du eine Kontaktformulararbeiterung, eine spezielle Suchfunktion, wobei eine Suchfunktion gibt es intern schon, eine Bildergalerie oder ähnliches in Joomla hinzufügst. Es gibt drei verschiedene Kategorien. Komponenten, das sind die großen Erweiterungen. Module, das sind ja, mittlere Erweiterungen. Und Plugins sind kleinere Erweiterungen, die meist im Hintergrund fungieren, also ein alternativer Editor oder sowas in diese Richtung. Auch dazu gibt es auf meiner Seite tolle Informationen, oliverpfeil.de, das weißt du mittlerweile, /joomla-extensions. Gut, jetzt wechseln wir direkt hier zu Joomla. Das ist eine komplett frische Installation, das habe ich vor diesem Video neu aufgesetzt und hier siehst du, Joomla fragt hier das ein oder andere nach. Joomla bittet um Erlaubnis, einige Basisstatistiken zu erheben. Ich bin hier der Meinung, dass wir das auf niemals ändern sollten. Dann gibt es Nachinstallationshinweise, das sehen wir uns auch kurz an. Ich muss mich hier bloß neu einloggen. Hier machen wir nochmal niemals. Und diese Hinweise können wir auch ausblenden. Du kannst dir das natürlich in Ruhe ansehen. Aber ich möchte jetzt hier an dieser Stelle nicht jedes Detail ansprechen, sondern dir einen schönen Überblick geben. Hier oben hast du das Menü von Joomla und du findest immer hier oben die Domain oliverpfeil.info. Das Joomla denkst du dir jetzt einfach mal weg. Das ist nur so, weil das für mich eine Testinstallation ist. Und dann steht hier dahinter Administrator. Das heißt, das ist immer der Aufruf, wenn du hier in das Backend gelangen möchtest. Wenn du dich mit deinen Zugangsdaten eingeloggt hast, findest du hier das Joomla-Symbol und wenn du darauf klickst, bist du im Kontrollzentrum. Hier findest du absolut alles, auch hier auf der linken Seite, wobei es vollkommen ausreicht, wenn du hier über diese Navigation alles durchführst. Gehen wir als erstes zu System in die Konfiguration. An dieser Stelle kannst du absolut alle Einstellungen setzen. Und diese Detaileinstellungen sind jetzt mal gar nicht so wichtig, aber hier bei Konfiguration gibt es den Punkt Zeit, System, Server und so weiter. Und hier kannst du den Namen der Website nochmal überprüfen. Ist die Website offline, ist es noch im Test oder ist es schon online? Auf der rechten Seite kannst du Einstellungen zur Suchmaschinenoptimierung ersetzen und dann noch so globale Metadaten für die Suchmaschinenoptimierung. Wie gesagt, das hier ist ein Einführungsvideo. Ich kann jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt im Detail eingehen, das würde viel zu lange oder viel zu weit führen. Aber dazu kannst du dir sehr gerne mein Joomla E-Book ansehen. Dort gehe ich auf jede wichtige Einstellung ein. Ich zeige dir ganz genau mit Screenshots und einer Beschreibung, wo du wann klicken musst. Das heißt, dass du alles ganz einfach durchgehen kannst. Unter System gibt es hier noch weitere Dinge, diese sind aber gar nicht so sehr wichtig. Also Konfiguration ist eigentlich so das Einzige, was wirklich entscheidend ist. Gut, dann Benutzer. Wenn du für dich alleine arbeitest, ist dieser Punkt nicht besonders spannend. Wenn du jetzt sagst, du arbeitest im Team, du möchtest neue Benutzer anlegen, die auch hier in Joomla mitarbeiten dürfen, dann klickst du hier auf Benutzer verwalten, neuer Benutzer und kannst hier einfach einen neuen Benutzer erstellen und kannst diesem sogar bestimmte Rechte geben. Das heißt, du kannst sagen, das ist ein Administrator wie du oder er hat entsprechend weniger Rechte. Aber ich denke, das ist für den Anfang jetzt gar nicht so entscheidend. Das nächste Wichtige ist der Inhalt im Menü. Die Menüs überspringen wir jetzt kurz. Und zwar Inhalt Beiträge. An dieser Stelle findest du alle erstellten Beiträge
Und da wir noch keinen erstellt haben, klicken wir jetzt einfach mal auf Neu und erstellen als erstes die Startseite. Siehst du das? Ich mache das nicht zum ersten Mal. Und hier haben wir einen Editor. Du kennst das aus deinem Textverarbeitungsprogramm. Das ist die Startseite. Und dann können wir das hier so gestalten. Du kannst mit dem Editor das ganze fett markieren, kursiv markieren. Du kannst hier Listenpunkte einfügen und natürlich auch entsprechend Bilder. Es funktioniert ganz einfach. Ich denke, das ist selbsterklärend. Wir machen jetzt Speichern und Neu. Erstellen noch eine Seite Produkte und dann noch eine Seite fürs Impressum. Speichern und schließen. Parallel öffne ich jetzt einmal die Website und jetzt siehst du, dass wir hier im Menü noch nichts enthalten haben. Hier ein komisches Anmeldeformular, was wir da nicht brauchen. Und das Ganze noch nicht zusammenpasst. Denn wir müssen jetzt diese Beiträge mit einem Menü verknüpfen. Bitte lass dich übrigens nicht von diesem Standarddesign verwirren. Das ist das Standard-Template von Joomla. Und du kannst dieses jederzeit ändern. Wie das funktioniert, sehen wir uns auch gleich noch an. Gut, wir haben jetzt drei Menüpunkte und möchten, dass diese hier im Hauptmenü erscheinen. Dazu klicken wir jetzt hier auf Menüs, Verwalten und dann finden wir hier Main-Menü, was so viel heißt wie das Hauptmenü. Und dann sehen wir hier schon einen Eintrag Home und den bearbeiten wir jetzt als erstes. Wir nennen diesen jetzt Startseite, weil wir das so möchten. Und beim Menü Eintragstyp klicken wir jetzt auf Auswählen. Sagen hier Beiträge, einzelner Beitrag. Und dann wählen wir genau den Beitrag aus, den wir hier vorher angelegt haben. Speichern neu und machen dasselbe für die Produkte. Ich sage wieder Menü-Eintragstyp, Beiträge, einzelner Beitrag, wähle den Beitrag aus, klicke auf Produkte. Gut, ich mache das jetzt noch einmal im Schnelldurchlauf, weil du hast das jetzt gesehen, wie das funktioniert. Und wenn wir das gemacht haben, haben wir hier das Menü ergänzt und wenn wir das aktualisieren, siehst du, haben wir hier das Menü und auch hier schon das, was wir erstellt haben, inklusive diesem Bild. Als nächstes würde ich jetzt sagen, dass wir hier dieses Anmeldeformular entfernen, weil wir das nicht brauchen. Und dazu wechseln wir hier zu Erweiterungen und Module. Du siehst hier unter Module ist das Hauptmenü hier enthalten, der Navigationspfad. Das ist das hier, was wir jetzt auch nicht unbedingt brauchen. Und jetzt können wir einfach sagen, wir nehmen den Haken raus bei diesen zwei Dingen und schwupps, okay, das war jetzt nicht der Navigationspfad, der war woanders, aber das Anmeldeformular ist an dieser Stelle weg. Was noch ganz interessant ist, unter Inhalt und Beiträge gibt es hier rechts die Optionen. Und du siehst hier auf der Seite, dass hier geschrieben von Superuser, Kategorie, veröffentlicht, Zugriffe und so eine Zurückfunktion ist. Und das können wir etwas schöner gestalten, indem wir jetzt hier mal sagen, Autor verbergen, Veröffentlichungsdatum, Seitennavigation, dass wir diese Dinge entfernen, die Kategorie auch noch und dann mal speichern. Das kannst du natürlich für dich definieren, was du möchtest, aber ich finde, so sieht das einfach aufgeräumter auf. Das mit den Zugriffen entfernen wir jetzt auch noch. Doppelter Titel nehmen wir auch noch raus. Zugriffe verbergen. Und dann sieht das doch schon ganz hübsch aus. Gut, jetzt zum Thema Zusatzfunktionen. Komponenten, hier findest du einige Standardgeschichten, die schon hinterlegt sind, aber ich denke, darauf brauchen wir jetzt nicht im Detail eingehen. Und hier unter Erweiterungen findest du Templates. Und hier sind zwei Templates einmal installiert. Wir haben jetzt das Protostar-Template und wenn wir jetzt das Beast 3 aktivieren wollen, setzen wir das einfach hier auf Standard und dann siehst du, dann haben wir ein komplett anderes Design.
Wenn du hier ein neues Template hinzufügen möchtest, dann ist der erste Schritt, dass du dir im Internet eines heraussuchst, das dir gefällt. Der zweite Schritt besteht darin, dass du auf Erweiterungen, Verwalten und Installieren klickst. Und dann kannst du hier Paketdatei hochladen auswählen oder einfach hier darauf klicken und von der Festplatte die entsprechende Template-Datei, dabei handelt es sich immer um eine ZIP-Datei, dann letztendlich auswählen und dann hochladen. Sobald du ein neues Template hochgeladen hast, findest du es hier unter Erweiterungen und Templates. Für Zusatzfunktionen, also Komponenten, Module und so weiter, kannst du auch hier direkt das als Paketdatei hochladen oder es gibt hier diesen coolen Webkatalog. Und den installieren wir jetzt einmal, das dauert kurz. Und dann findet hier Joomla eine riesengroße Liste aus verfügbaren Komponenten, Plugins, Modulen. Und du kannst entweder hier direkt danach suchen, nach bestimmten Kategorien auswählen und dir dann hier etwas aussuchen. Du siehst hier auch immer, ob diese Erweiterung kostenlos ist oder nicht an diesem Dollar-Symbol. Und wenn wir jetzt hier einfach mal Akiba Backup nehmen, das ist so ein Backup-Tool für Joomla, klicken darauf und dann könntest du jetzt hier ganz einfach auf Installieren klicken und dann ist das Ganze hier auch enthalten. Ich mache das jetzt einfach mal, Install, bestätige das noch einmal, dann dauert das immer kurz, bis die Daten hochgeladen wurden und wir haben jetzt hier die Nachricht, Paketinstallation wurde abgeschlossen. Und dann suchen wir hier bei Komponenten in diesem Fall und hier haben wir einen neuen Punkt, Akiba Backup und finden letztendlich alle Einstellmöglichkeiten dazu. Du siehst es hier, das ist jetzt hier auf Englisch. Manche Erweiterungen, Zusatzfunktionen sind auf Englisch, aber grundsätzlich steht dir Joomla ansonsten komplett auf Deutsch zur Verfügung. Jetzt möchte ich das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Und der Systemkonfiguration findest du absolut alle Einstellungen. Übrigens die Einstellungen, die wir vorher gerade für Beiträge gesetzt haben, wo wir über die Inhalt und Beiträge auf Optionen geklickt haben, das ist genau das gleiche wie hier. Das heißt, das findet man an mehreren Stellen und hier ist das Ganze jetzt auf Verbergen gesetzt, wie wir es vorher gemacht haben. Gibt es ein Kategorie-Layout und so weiter? Je nachdem, wie komplex du Joomla nutzen möchtest, das heißt, wie viele Funktionen du benötigst, brauchst du hier eben mehr Einstellungen oder weniger. Also Systemkonfiguration. Benutze nur, wenn du mehrere Benutzer hier haben möchtest. Dann der ganze Inhaltsbereich findest du hier unter Inhalt Beiträge in Kombination mit der Menüverwaltung. Die stehen natürlich jederzeit offen, dass du hier ein zweites Menü noch herstellst, zusätzlich zum Hauptmenü, ein Footermenü, das hier unten dargestellt wird. Das ist dann deine Entscheidung. Unter Komponenten findest du installierte und aktivierte Komponenten, die du hier bearbeiten und nutzen kannst. Und unter Punkt Erweiterungen kannst du unter Verwalten neue Templates, neue Komponenten, neue Module installieren oder hier die Module oder Plugins aufrufen. Module sind im Speziellen, das möchte ich dir nochmal kurz erklären, die Dinge, die an einer bestimmten Stelle auf der Website dargestellt werden. Hier wieder das Hauptmenü oder jetzt nehmen wir den Navigationspfad noch einmal mit dazu. Der ist an dieser Stelle hier oben, zeigt uns an, auf welcher Seite wir uns gerade befinden. Und das sind eben so Module, die du aktivieren, deaktivieren kannst oder auch mit dem Punkt Neu kannst du hier einige Module zusätzlich aktivieren. Gut, ich denke, das war jetzt eine gute Einführung in Joomla. Du kennst jetzt die wichtigsten Punkte, hast die wichtigsten Punkte gesehen und jetzt möchte ich dir am Ende noch einmal zwei Links empfehlen. Zum einen die Zusammenfassung von allem, was ich dir hier gesagt habe und auch das Video, dass du dir hier ansiehst, findest du auf dieser Seite nochmal, kannst ja diese Seite in deinen Lesezeichen speichern, oliverpfeil.de/joomla-tutorial. Link findest du hier unten in der Videobeschreibung von YouTube. Meine absolute Empfehlung, ich weiß, dieses Video war jetzt ein Schnelldurchgang, aber ich denke, es macht keinen Sinn, dass wir hier 2 Stunden ein Video machen, das wäre für dich zu anstrengend.
das würde zu lange dauern. Und vor allem geht es ja darum, dass du das Schritt für Schritt machst. Du machst das ja auch nicht in einem Zug. Dieses Buch, was du hier vor dir siehst, gibt es seit 2010. Es wird regelmäßig von mir aktualisiert. Und übrigens, wenn du dir das gekauft hast, dieses E-Book, dann sind Updates immer kostenlos. Das heißt, du bekommst einen Zugang zu meinem Mitgliederbereich und kannst ja dort die aktuellste Version dieses E-Books jederzeit herunterladen. Ich erkläre dort Schritt für Schritt alle Dinge, angefangen vom Hosting-Anbieter, die Installation, Grundeinrichtung, bis dahin, was soll auf die Webseite, wie wird deine Website professionell, wie sollst du dir das Design gestalten und so weiter. Es ist für Anfänger geeignet, für Fortgeschrittene ein tolles Nachschlagewerk und den Link findest du auch hier unterhalb des Videos oder du klickst auf meiner Website oliverpfeil.de/go/Joomla-ebook. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und auch geholfen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst, like dieses Video, ganz wichtig, abonniere meinen Kanal, dann wirst du informiert, wenn ich weitere Content-Videos für Joomla produziere und hochlade, von denen du profitierst jetzt. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Erstellen deiner Website mit Joomla. Wie gesagt, jetzt nicht vergessen, like dieses Video, abonniere den Kanal und schau dir dieses E-Book an. Damit werde ich dir ganz viel Zeit sparen. Du wirst schneller zu einem Ergebnis kommen und vor allem wird das Ergebnis deutlich professioneller sein. Viele Grüße und bis bald, dein Oliver Pfeil.